Hallo, ich bin der Daniel, Kraftfahrer vom Leopard 2A6 und ich zeige euch heute den Kampfpanzer. So, hier ist mein Bedienerplatz. Ihr werdet es wahrscheinlich eng finden. Ich finde es bequem gegenüber den anderen Besatzungen. Der Kampfpanzer hat um die ca. 1500 PS, wiegt um die 60 Tonnen, Höchstgeschwindigkeit erreichen wir bis 68 km/h. Der Kampfpanzer ist ein 5 Liter Auto. Allerdings nicht auf 100 Kilometer, sondern auf 1 Kilometer. Ich bin natürlich hier nicht alleine. Wir haben noch den Richtschützen, der hauptsächlich für die Hauptwaffe zuständig ist. Dann haben wir noch den Ladeschützen, der zum Laden der Bordkanone zuständig ist. Der hat zwei Munitionssorten, einmal die KE, kinetische Energie, ist ein Hochgeschoss. Dann einmal die MZ, Mehrzweckmunition, Hochladungsprinzip. Der Ladeschütze ist zusätzlich ausgerüstet mit einem MG3 zur Flügerabwehr. Dann haben wir noch einmal den Kommandanten, der in erster Linie den Richtschützen als Zielzuweiser hilft und der Herrscher über die Besatzung und den Kampfpanzer ist. Hier haben wir das Hauptzielgerät für den Richtschützen mit Laserentfernungsmesser und Wärmebildgerät und Tagsicht. Hier haben wir einmal das TZF Turmzielfernrohr. Falls Hauptzielgerät ausfällt, hat der Richtschütze noch die Möglichkeit, hier durchzuschauen. Und für den Kommandanten hat er einmal einen 360 Grad Rundumblick mit Wärmebildgerät und Tagsicht. Hier haben wir eine 120 mm Glattrohrkanone. Glattrohr, weil sich die Geschosse selbst stabilisieren. Damit erreichen wir eine maximale Kampfentfernung bis 4000 Meter. Je nach Munitionssorte haben wir eine Anfangsgeschwindigkeit bis 2200 Meter pro Sekunde und Trefferwahrscheinlichkeit bis 90%. Die Kette besteht aus 82 Kettenglieder pro Seite. Der schlimmste Feind der Kette ist Eis und sumpfiger Boden. Eis durch einfach seine 60 Tonnen. Kommt schnell ins Rutschen, sumpfiger Boden, auch durch sein Gewicht, weil er dann einfach einsinkt und sich festsaugt, die Wanne. Sollte mal ein Kettenglied kaputt gehen, brauchen wir einen guten halben Tag mit 4 Mann Besatzung. Ich bin stolz, Panzerfahrer in der 4. 104 zu sein. Natürlich mit 1500 PS und 60 Tonnen durchs Gelände zu heizen, ist mega. Und ohne Besatzung funktioniert der Kampfpanzer nicht. Achtung! Ich melde Teile, 3. Zug, 4. Kompanie Panzerbataillon 104 ab!